wenn wir als sogenannte, in Anführungszeichen, seriöse Wissenschaftler uns dem widmen, nicht bei einer Citizen Science, einer Partizipation, ja so Worte wie Transdisziplinarität und so weiter, ja heute sehr stark in den Forderungen gestellt wird, dann heißt das, dass wir uns auf diese Situation einstellen müssen und abwägen müssen zwischen den Fakten, die wir erforschen, zum Teil mit Experimenten, die man ja nicht einfach in die Realität übertragen kann, die uns aber trotzdem wichtige Erkenntnisse bringen. Und in der Wissenschaft ist natürlich eine Entwicklung im Gange, die also mit Exzellenz und dergleichen in Verbindung steht und zur Folge hat, dass man also die entdeckten Fakten nur noch in Fachzeitschriften mit hohen Impactfaktoren darstellt, die aber von den Citizens niemals gelesen werden. Und wenn sie gelesen werden, werden sie oft gar nicht verstanden, weil sie in einer Sprache geschrieben sind, die also nicht ohne weiteres zugänglich ist. Und hier liegt für mich einer der wesentlichen Gründe in der von Ihnen angesprochenen Abgrund, kann man fast schon sagen, ein Gap zwischen Wissenschaft und Praxis. Also ich selber habe mich immer bemüht, in meiner ganzen Arbeit auf die praktischen Anforderungen und auch Anschauungen Rücksicht zu nehmen. Aber auch, weil ich selber auch seit vielen Jahren in den Naturschutzverbänden tätig bin, auch in Beiräten für Naturschutz gearbeitet habe und immer Wert darauf gelegt habe, hier den Kontakt von der Wissenschaft zur Praxis zu finden, also den Elfenbeinturm zu vermeiden. Obwohl mir das unter Wissenschaftskollegen, das darf ich in aller Offenheit sagen, oft nicht nur nicht gewürdigt wurde, sondern manchmal übel genommen wurde. Also hier muss man wirklich als Wissenschaftler sich der gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sein. Die Gesellschaft, wir werden aus Steuermitteln bezahlt und wir haben die Pflicht, also auch diese Bezahlung zu rechtfertigen, indem wir den Menschen zeigen, was wir wirklich für ihr praktisches Leben herausfinden. Okay, vielen Dank. Darf ich die Frage vielleicht gleich weitergeben? Ja, also bei AED ist das ja relativ klassisch organisiert, nicht sonderlich kompliziert. Also die Ökologie oder Biologie liefert ja für diese Planungsmethode sozusagen die technischen Daten der Tiere. Und also was braucht zum Beispiel ein Spatz? Was hat er für Bedürfnisse und trifft er jetzt keine Aussage darüber, ob der Spatz jetzt in der Stadt leben muss oder nicht. Das ist ja dann sozusagen eine Werteentscheidung und ich denke mal, die Aufgabe des Gestalters ist es, wenn man sozusagen die Gesellschaft gerne Spatzen wünscht in einem urbanen Raum, anhand dieser technischen Daten, die ich dann sozusagen über den Spatz habe, das braucht man, das dann sozusagen in den ästhetisch-symbolischen, in eine Gestaltung umzusetzen, sozusagen. Und also die Aufgabe der Wissenschaft ist es ja sozusagen hier, die Daten zu liefern, damit man dann eben symbolisch-kulturelle Aufgaben, die die Gestaltung innehat, erfüllen kann. Also ich denke mal, das ist da keine sonderlich schwierige Frage. Die Frage war immer nur, warum haben sich Landschaftsarchitekten sozusagen dieser kulturellen Aufgabe nicht mehr angenommen in den letzten Jahren. Und sie waren natürlich verschreckt sozusagen von der Wissenschaft und dem, was sie ihr transportiert hat und haben sich dem sozusagen eigentlich nicht gewachsen gefühlt. Und ich denke mal, diese Methode versucht, das ja wieder in ein sinnvolles Verhältnis zu bringen. Okay, danke schön. Also ich bin ein großer Anhänger
wie die Engländer sagen, evidence-based correlation, also der evidenzbasierten, der informationsbasierten Naturschutzes. Und da, denke ich, haben Universitäten eine große Rolle zu spielen. Zunächst mal muss von hier kommen ein wichtiger Beitrag zur Diskussion, was sollen wir draußen schützen? Das Zweite ist, dass man hilft, zu entwickeln, wie man das draußen schützt. Die Umsetzung können auch andere machen, aber die Grundlagen zu entwickeln. Und dann natürlich das Monitoring der Universität hat einfach eine wichtige Rolle, uns zu sagen, Wissenschaftler insgesamt, aber eine wichtige Rolle, um zu sagen, was sich draußen abspielt, insgesamt in der Umwelt, aber auch nach, ganz wichtig, nach Naturschutzmaßnahmen, nach irgendwelchen Eingriffen hat sich das in irgendeiner Weise ausgewirkt. Oftmals wird ja irgendeine Maßnahme durchgeführt und dann rennt man zur nächsten Maßnahme, um zurückzugucken, ob das, was man erreichen wollte, tatsächlich so eingetreten ist. Das ist jetzt alles relativ banal, also einfach die Grundlage herzustellen, aber ich sehe halt auch gerade mit diesem Impact Factor und so weiter, es passiert immer wieder, dass uns Wissenschaftler uns angewandten Naturschützer, die also ja, in Verbänden arbeiten, dass uns Wissenschaftler sagen, da können wir euch nicht helfen, eure Fragen sind so banal, die können wir nicht beantworten, die sind für uns nicht wissenschaftlich genug und wir sagen, naja, aber wir können das nicht und dann ist eine riesige Lücke dazwischen. Ich habe es erst wieder beim Landesbund für Vogelschutz erlebt, da rufen wir Wissenschaftler an und sagen, wir brauchen euch, da könnt ihr uns helfen und dann heißt es, uns lang, die Frage ist zu simpel. Da sagen wir, und was ist die Antwort? Ja, das wissen wir nicht. Da kommt natürlich über die Frage. Also ich finde, das ist eine wichtige Rolle, da muss man ein bisschen Mut haben, rauszugehen aus diesem, ja, ich weiß, es ist schwer, als Wissenschaftler rauszugehen aus diesem Elfenbeinturm aus Peer-Review-Papern. Das ist sicherlich schwierig. Meinen nächsten Karriereschritt mache ich als Wissenschaftler, das wissen Sie besser als ich, über meine Publikationsliste und nicht darüber, was ich draußen an Veränderungen herbeigeführt habe. Aber ich glaube, gerade mit Professor Haber gibt es ja, es gibt ja durchaus Wissenschaftler, die erstklassige Wissenschaft gemacht haben, die auch relevant ist und die draußen wirklich was bewegt hat. Also solche Leute gab es immer wieder, gibt es auch jetzt noch und davon brauchen wir natürlich mehr. Okay, maybe for Jean-Paul I will slightly rephrase my question. Actually, I would be interested, first of all, in how you see in Brazil the relationship between science and conservation, if I call conservation sort of a practical, well, I would not define it, but practical implication of actually doing something. But I also would like to know, what do you think, or do you have some ideas of how you could apply your framework, which is really science-based conservation, to the situation in Europe, where we unfortunately cannot reforest 12 million hectares, even if we wanted to. Okay, maybe we'll begin to talk about this gap between research and application. And we have a very good example recently in Brazil about the reformulation of the forest code. I spoke very fast in my speech that we have a law in Brazil, it's called the forest code, and they define different rules, so how much each landowner has to conserve in its own property. And due to a pressure from the agriculture sector, this forest code was revised. And then we had really 2 years discussion, very intensive discussion, and where scientists were really mobilized. And what I perceived, at least I was very active in this whole discussion, is that even if we have good scientific data, the way that politicians use this data is quite biased. So when science is good for them, they use the science. When science says something that they don't want to hear, they don't use the science, and even they disqualify the scientists. So I was never so insulted in my life
like between 2010 and 2012 when I was very active in this discussion. And so and the main information that I have was related to biodiversity, so about intrinsic values of biodiversity, about maybe how we can use this diversity to provide some ecosystem services, pollination, and so on. But from my point of view, I feel that the kind of information that we as scientists generate is not the kind of information that we really need. So there is a unidirectional chain of production where we have the science producing science here, the practitioners or the managers that will use this information, but in between researchers and those that we use, we have a lot of problems. We have like people that want to use don't have access to this information. We as researchers, we write in a very scientifically and very hard way to be understandable by the large public. So they don't understand what we say. The kind of information that we have is not always the information that they need. And there is a time lag between what we do and we want to be very, as scientists, we don't like to have errors. And so we always are postponing and improving our science before communicating. So there has a lot of problems in this communication. And from another project that I was active in Brazil, I understand that when we have both the user and the scientist working together doing synthesis, it's really better. So when we have scientists that understand which are the limitations of the real world and what the practitioners really want, and when we have practitioners that want to be involved in the process of research, so not determining but discussing it together which will be the main objectives of a research group. So when we have this more integrated way of doing science, which will be something more transdisciplinary approach, not disciplinary that we are using, I think we have better results. And so I have really good experience from FAPESP project in São Paulo, where after 10 years of collecting data, we did a synthesis of this data with the guys that will use the data. And only 3 months after the synthesis was published, we have already resolutions to laws and decrees that were published using the data to define which zone the sugar cane can expand or not, which will be the criteria to authorize the cutting of forest and so on. So I'm at the same time optimist and pessimist. Pessimist in the sense that if we continue to use this disciplinary approach without a strong contact with the users, we are lost. But there is ways to do better. We have done this in São Paulo. So maybe I will answer the second part, how we can use landscape triage in Europe. Maybe that was long already. Yeah, go ahead. I can go ahead. So I'm not really familiar with the how Europeans are doing conservation, but Wolfgang very kindly sent me some material, and I understood that one of the main ways that conservation is done is through the Natura 2000 network. And if I understood what I have read recently, this network is created considering very different species with which are vulnerable or hard, but it's not really a network that was built
thinking in only one or few species. So, I don't know if I may say, could say that, but I have the impression that this Natura 2000 network is almost a Frankenstein if we consider all the species together. So it's much more a structural network than a functional network. So I think the first thing that we would need to do would be to reanalyze this network, but not considering the structural links, but considering for each species that we are concerned about, which is really the connectivity of this network. And we can use the graph theory that I presented here, but the graph theory use it in the biological, in the functional sense, in the, considering so the nodes of this Natura 2000 network in terms of population size, in terms of suitability for each species as the attribute of each node, and considering the distance and the capacity of each species to really go from one node to another. And what I say is, maybe several nodes, when we focus on only one species, several nodes will disappear because the species is not there, or because the habitat is not suitable for that species, this particular species. So we will revisit in some way the network, but thinking species by species. And I don't know if we, maybe I'm saying several things, but it's the Brazilian perspective with very few information. And maybe we also need to not only look at the network, but look at the landscape where the network is insert. And in this way, if we divide, I know that Germany is a federal organization, but each state has its own targets, if I understood. But anyway, if we see each state of each region, and regarding for each region, which is the status of threat, emergency, and which is the feasibility or the capacity of the present network to deal with this threat. So maybe we will be more close to this triage concept, with this urgency and with this feasibility indicator. So the urgency related to vulnerability of each species and feasibility could be related to the connectivity of the Natura 2000 network. And then if we need, for example, to protect 10% of each biote, I understood that was the task for the German, then we can place this, what we need to add to obtain this 10% according to these two axes. Was this clear? Yeah, it was clear. I think we come back later to this. I would like to pass on the question to Netta. So from psychological work, there are a couple of problems. One is the interest. Our first problem in connecting to practitioners is finding research that interests both academics and practitioners, and it tends to be the types of questions and the types of indicators that psychologists want to hear about, that is, that can get published, are not always the types of questions that are interesting and useful to practitioners. And so there is a mismatch between the type of research that would get published in a high impact journal that would be disseminated widely across academic circles, and the type of research that practitioners find useful. I'll give you an example of that. The question of biodiversity, of added biodiversity and its potential benefits, is only mildly interesting
from a psychological theory perspective, but very useful from a practitioner perspective because it speaks to the added value of conservation. As well, the indicators that scientists like to use aren't always the most interesting and useful indicators for practitioners, and I'll give you an example of what I mean by that. We do experimental studies where we ask people, well, how caring do you feel right now? Or we ask people, well, if you could donate to this organization, how much would you donate? And we find, okay, nature has added benefits. From a researcher's perspective, that is very interesting. From a practitioner's perspective, it's tricky because on one hand, yes, okay, that's interesting. It potentially suggests that there is something there, there's some benefit of nature. But on the other hand, practitioners often will say things like, well, what does that mean for us in the real world? Just because someone saw images of nature and felt more caring, does that mean that going out to our parks has a real impact on people, both in the long term? So not just, oh, for a second they feel like they are really caring, but over time is that carried over? And how do those behaviors we see in the lab under very artificial conditions translate to real life behaviors that we see on the streets of our cities, or that we see when people are really interacting with one another? So we have to, as researchers, either find indicators that are interesting and useful for both, that are compelling for both, or do research that speaks to practitioners as separate from the research that we do that speaks to scientists. We almost have to choose who our audience is. So in an ideal world, we would be able to do interdisciplinary work that both groups find exciting, but at present, people seem to really pick out and get excited about different elements of it. And I think in short, that's where, at least from the kind of work that I do, that's where our problems lie. Okay, and now we go into reverse order, so you can actually continue. My second question is a question which I didn't want to ask initially, but sort of was implicit basically in every talk, is the question of what kind of conservation do we want, or is that something that we cannot actually make a contribution to it because it's a society decides, and as a scientist we can give facts, but sort of priorities are given by science. And you talked a lot about nature, but what kind of nature? Yes. So from an empirical standpoint, from the type of research I do, I can't answer that. I can only speculate, and I think the safest thing then would say, well, let's leave it to the experts to tell me, or to the public to drive the funding and support around one type of conservation or another. I absolutely think that if we want to find empirical support for specific conservation causes, that we need to start asking that question empirically. So that is absolutely the next step of research, because at this point we can only make assumptions about the importance of nature, but we can't really say, okay, we need to make sure that we keep biodiverse ecosystems. It's okay, at this point we can say, well, it's okay if we just have a whole lot of parks everywhere and cultivated nature, and grass and golf courses, people will be just as happy as long as you take them away from those buildings. So from my standpoint, I can't actually answer that in an informed way from the research we have right now, and I think it's really important then to change that in the near future. Okay, thank you. So John Paul, you're in a lucky position. We have some wilderness left in Brazil, and so this is sort of the main focus of conservation, to maintain or restore wilderness. So is there no discussion about the aim of conservation in Brazil? So Brazil, we have more or less 61 or 62% of the Brazil is still with forests or savannas or grassland, natural grassland land. So we are in a very lucky situation compared to Europe or America. And I feel that this opposition that we have between agricultural production and conservation is a false dichotomy. I showed here that we have this threshold of 30%, so we have very good evidence that if we maintain more than 30% of forest left, at least in the Atlantic forest, we can have landscape mosaics that will be able
at the same time to have an agricultural production and also to protect most of the species. So when we say what kind of conservation we want, I'm sure that this is a decision of the society, it's a decision of Brazilian citizen. What kind of conservation I want? I want production, economy, growing up, but I want also that species be maintained, even because we know that there is increased value of these species, but we never know if the solution for cancer or for any other problems that are now very important for us will be in those species that we are conserving now. So from my point of view, I think it's really possible, and we have scientific data to show that we can integrate these two tasks, which is conservation and agricultural production or other kind of production in the same landscapes. Okay, thank you. So Norbert, in deinem Vortrag hast du erst auf sozusagen die Widersprüche hingewiesen und dann am Schluss ein relativ starkes Statement gemacht, was sozusagen das Richtige, der richtige Naturschutz ist im Gegensatz zum Nicht-Richtigen. Also ist der Verband die moralische Instanz, die das festlegt, oder wie kommen wir zu dem, was wir wollen? Das ist eine wichtige Frage. Kann ich auf Englisch antworten, weil ich auf Jean-Paul Ihren Kommentar machen, das wäre vielleicht sonst unmöglich. I'm probably referring to you now, so I do it in English, so you hear what I'm saying. The most important for me is we have to decide, we have to do it consciously. Whatever we do out there, we have to do it consciously. I mean, if we say we want a landscape which is completely free of biodiversity, and you want a few buckets of dead chicken out there feeding feeding white storks or a red kite, we could do this. Let's do it consciously. It's not what I want. Please do not quote me. I mean, please do not quote me. It's not for misquote me. But if people want to do this, fine. In Germany, we have this approach where we are very dogmatic. We have our vision of what we want out there, and then we do other things. And that's what I want to illustrate in my talk. We want wild nature, but you know, when the white stork is dying in the nest, let's take it out and warm it up and dry it and put it in front of the television set for an evening and then put it back in the nest, which is happening. So we must do it consciously. There is no silver bullet, and this is where now, and I have to do this, I need to refer to Natura 2000. So basically we have a whole toolbox of things, we have a toolbox of different approaches. And Natura 2000, this network, Natura 2000, is one of the tools in conservation. You did refer to it, and I just wanted to make sure that people are bringing away what I consider the growing impression of Natura 2000. Can you ignore this problem? I'm worried. I can't ignore it. So Natura 2000 has certainly weaknesses. There's no doubt that what we need to do is we need a test to see whether functionally it delivers what we want it to deliver. And your approach is excellent. I think doing something like this systematically would be really good, and particularly with climate change and all the uncertainties and everything, you need a robust network of protected areas. And your approach can help. What I'm worried about, and this may be jump a little bit and confuse you, is when you say, hold on, there are weaknesses, and you immediately people get the impression it's not fit for purpose. Let's do more research, 10 years, 500 PhDs, and then you might get a bit closer. I know that's not what you're saying, but that's what particularly politicians quite often read into this. Well, let's do more research. Paying for research is easier than doing conservation action on the ground. And in my first statement, I said how important it is to have an evidence base, and for this we need scientists. But we have to be very careful that scientists are not turning into the bottleneck, where we say, we don't know 100%, what's the likelihood, the probability of this and this happening. Ultimately, we need to be quick and dirty in conservation. We need the best science available, and you need to produce better science in the future. But for the time being, let's use what we have, and Natura 2000 is the best available.
this is the message I want to go away with. Natura 2000 is great. It's really good. It's not perfect. And scientists like you will help to make it perfect, but it's pretty close. Gut, was ich mir für den Naturschutz wünsche, also es, in der Stadtplanung hat man sich ja angewöhnt, wenn man Stadtentwicklungspläne macht, dass man eine demokratisch legitimierte Leitbilddiskussion führt. Ja. Das macht man in jeder Stadt. Und man, in den 60er Jahren hat man dann auch die Naturwissenschaftler gefragt und die haben gesagt, ja, das stimmt. Wenn die Hochhäuser ab 30 Stock steigt die Kriminalität. Man hat irgendwann erkannt, das stimmt nicht. Und ich glaube, dass die Wissenschaft uns nicht sagen kann, warum wir etwas tun sollen. Die kann uns sagen, wie was ist. Und deswegen glaube ich, dass auch der Naturschutz, der tut das ja auch leid, mit Diskussionen führt. Aber ich glaube, das muss projektbezogen sein, es muss demokratischer werden, nicht in Kämmerchen von Experten. Und ich glaube, man kann nicht immer auf die Naturwissenschaft zurückschauen und glauben, dass die einen die Warum-Entscheidungen abnimmt. Und ich vermisse diese Leitbilddiskussionen in der breiteren Öffentlichkeit. Also man muss doch mal diskutieren, warum man nicht will, dass die ausstirbt. Es gibt ja keine naturwissenschaftlichen, keine Notwendigkeit dafür. Das wird uns die Naturwissenschaft nicht beantworten, sondern das sind doch ästhetische, moralische, symbolische, gesellschaftliche Werte. Und da, finde ich, kommen die Sozialwissenschaften und die Kulturwissenschaften ins Spiel und die müssen da dabei sein in dieser Leitbilddiskussion. Das wäre so ein Wunsch. Und natürlich auch die Gestalter, weil sie vermögen es dann sozusagen diesen Werten, diesen einen symbolischen Ausdruck zu verleihen, sie in die Welt zu setzen. Okay, Herr Haber. Ich habe heute Morgen ja zu erläutern versucht, dass wir mit Naturschutz schon mit dem Begriff Natur immer pauschal argumentieren. Also damit fängt es an. Aber in der Praxis müssen wir ja Entscheidungen treffen. Für oder gegen etwas. Oder Prioritäten setzen. Was kommt zuerst? Was kommt später? Nicht? Also da ist der Triage-Ansatz von Herrn Metzger durchaus sehr praktikabel. Und Natur oder Biodiversität sind eben solche Pauschalbegriffe, die jedermann zunächst einmal bejaht. Sie leuchten ja auch ein. Nicht? Aber es gibt eben Licht und Schatten, es gibt Tag und Nacht in der Natur, es gibt wie gesagt, bösartige Gefahren und schöne Eindrücke. Und es ist immer so, dass wenn Natur vermittelt wird, wie Frau Wannstein das vorhin sehr schön dargestellt hat, dann wird doch immer den Menschen eine gütige und schöne Natur vorgestellt. Wenige Kilometer nördlich von uns liegt das Ampertal. Im vorigen Jahr war ja sehr regenreich und Hochwässer. Die Menschen konnten nicht mehr draußen auf den Terrassen sitzen, weil sie ständig von Mücken überfallen wurden, von Moskitos. Und da hört es auf mit Naturschutz in dieser pauschalen Art. Nicht? Da will man eben eine Natur ohne Mücken haben, um es mal so krass auszudrücken. Und so wird im Grunde dann doch verfahren im praktischen Naturschutz. Und wir können als Naturwissenschaftler nicht sagen, dass also die Mücke auch als Nahrung für viele andere Organismen eine wichtige Funktion hat. Wenn die Mücken ausgerottet würden, dann würden also eine Reihe von anderen prädatorischen Tieren, die würden also unter Umständen benachteiligt werden. Also diese Abwägung, nicht wahr, die ich ja vorhin zitiert habe aus dem Naturschutzgesetz, die ist in jedem einzelnen Falle notwendig. Und diese Abwägung ist also auf verschiedenen Maßstabsebenen zu treffen, also vom lokalen bis zum globalen Maßstab. Und dabei spielen natürlich die Verbreitungsgebiete von Arten eine Rolle. Es gibt ja weltweit verbreitete Arten, es gibt welche, die sind nur auf kleine Bereiche beschränkt.
Und wir haben ja schon vieles verändert. Ich nenne mal ein Beispiel, eine Art aus den FFH-Vorschriften, der Feldhamster. Der Feldhamster, den gab es hier in Mitteleuropa, das ja eine Waldlandschaft gewesen ist, den gab es ja gar nicht. Er ist erst eingewandert, als der Ackerbau, der Getreidebau hier auf relativ großen Flächen eingeführt wurde durch Waldrodung. Da kam der Hamster auf seinen heimischen Bereichen in den östlichen Steppen. Er ist also eingewandert und hat sich hier ausgebreitet. Und er ist ja nun irgendwie, kommt ja auch darauf an, wie stellen sich die Menschen zu anderen Organismen. Der Hamster ist irgendwie ein niedlich aussehendes Tier, etwas bunt gefärbt. Und so wurde also im Grunde aus der städtischen Sicht nicht verstanden, dass die Bauern die Hamster also heftig bekämpft haben, weil sie natürlich die Getreideernte vermindern und dort Schäden anrichten, die zwar nicht so groß sind, wie man das manchmal darstellt, aber es sind immerhin Schäden. Und so ist der Hamster also an den Rand der Ausrottung gelangt, als eine ursprünglich invasive Art, um diesen Ausdruck zu gebrauchen. Und dann wurde er eben zu einer geradezu sakrosankten Art. Aber es gibt in der europäischen FFH-Vorschrift gibt es ein Ausnahmegebiet, nämlich Ungarn. In Ungarn gibt es noch so viel Hamster, dass Ungarn von dieser FFH-Art ausgenommen ist. Also man könnte sagen, wer also gerne Hamster erleben will, der soll nach Ungarn fahren. Warum muss hier jeder Hamster gut erhalten werden? Dafür wird also sehr viel Aufwand getrieben heute. Und da muss man natürlich seine Grenzen kennen. Herr Schäfer, Sie haben vorhin sehr schön dargestellt, wie man also, welchen Aufwand man für einzelne Arten treibt. Also der Habitatdarstellung für die Uferschnepfe, das hat mich sehr beeindruckt. Ja. Da sehen Sie aber, dass Naturschutz auf einen wirtschaftlichen Wohlstand gegründet ist. Länder, die sich so etwas leisten können. Versetzen wir doch mal eine solche Maßnahme nach Griechenland oder gar nach Syrien. Ja, das muss man doch auch berücksichtigen, wenn man also den Artenbestand nun erhalten will. Sie sehen daran, wie die Akzente gesetzt werden. Und das wird uns weiterhin beschäftigen, Art für Art, immer in der Abwägung, ob sie uns gefällt oder weniger gefällt. Ich habe mal den Unterschied gemacht. Es gibt drei Arten von Naturschutz. Wir schützen eine Natur, die uns trägt, die unser Leben ermöglicht. Wir schützen eine Natur, die uns gefällt, die uns Freude macht, die wir genießen. Und eine Natur, die uns gefährdet und bedroht, die schützen wir eben nicht. Also diese Unterschiede sind aber im Grunde im tiefsten Inhalt, im Wissen der Menschen enthalten. Warum wir haben als Wissenschaftler die Pflicht, diese Vorstellungen also mit bestimmten Fakten zu stützen oder auch zu verneinen. Dazu gehört manchmal sogar etwas Mut, wenn man mal so das sagt. Aber auf der anderen Seite, wie kann man Menschen für Naturschutz gewinnen? Noch ein Beispiel, das wollte ich ja erwähnen, ich war Mitglied des Sachverständigenrates für Umweltfragen in den 80er Jahren. Wir haben große Gutachten gemacht über die landwirtschaftlichen Umweltwirkungen. Und es gibt ja neben diesem Sachverständigenrat noch einen Sachverständigenrat für Wirtschaftsfragen. Der merkwürdigerweise in der Presse immer der Rat der Weißen genannt wird. Ich habe mich darüber immer geärgert, weil es dann hieß, ich sei kein Weißer. Klingt auch ein bisschen heikel, aber. Und die Regierung hat verlangt, dass sich diese beiden Räte einmal im Jahr treffen und austauschen. Und da kommt eine vollkommen andere Denkart zum Ausdruck. Eine vollkommen andere Denkart. Ich vergesse nie, wie der damalige Vorsitzende des Wirtschaftsrates mir sagte, erzählen Sie mir doch nicht so dummes Zeug, dass also die Menschheit nicht ohne Eisbären und sibirische Tiger und Frauen schon euch in denen leben könnte. Natürlich kann sie das. Ja, was sagen Sie denn da?
Was sagen Sie denn da wirklich als ein Faktum, dass so einen Menschen wirklich überzeugt und seine Meinung ändert? Ja. Da wird es wirklich problematisch. Sehen Sie eben, dass ich, das führe ich dann darauf zurück, was ich heute Morgen sagte, dass der Mensch in sich doch gespalten ist. Also die animalische Natur in sich, die also auf sichere Versorgung und so weiter intuitiv setzt oder instinktiv sogar. Und er hat eben die geistige Natur in sich, die also die andere Natur zur Basis hat, aber eben in ganz andere Richtungen denkt. Und mit diesem Punkt werden wir uns weiter herumschlagen müssen. Und schließlich noch ein letzter Gedanke. Ich habe ganz kurz heute über das Ökosystem als die Organisationseinheit des Lebens gesprochen. Das also Leben organisiert, damit es dauerhaft funktioniert und trotzdem einer Evolution folgen kann. Ein wichtiges Merkmal der Organisation heißt Regulierung. Regulierung von Lebensaktivitäten. Das wird zwar immer zitiert, aber nicht in seiner Tragweite erkannt. Was bedeutet das denn? Sehen Sie mal, die Lebewesen haben von der Evolution ein Potenzial der Lebenssicherung mitbekommen, muss man sozusagen. Vermehrungspotenzial, das sichert ihre Existenz. Also ich gehe mal von den Bakterien aus, die immer unterschätzt werden, in der Stammbaum, denken Sie daran. Ein Bakterium oder viele Bakterien haben die Fähigkeit, sich alle 20 Minuten zu teilen, zu vermehren. Wenn dieses Potenzial tatsächlich verwirklicht würde, dann wäre nach 3 Tagen die Erde von einer 20 cm hohen Schicht Bakterien bedeckt. Das verhindert die Regulierung der ökosystemaren Organisation. Diese Regulierung haben wir Menschen für uns außer Kraft gesetzt. Wir lassen uns nicht regulieren, das wollen wir selber machen. Und deswegen nimmt unsere Bevölkerungszahl immer noch weiter zu, an Zahl und an Ansprüchen. Und hier müssen wir mit der Regulierung von uns selbst ansetzen, um eben noch genügend Platz auf der endlichen Landfläche für Naturschutz und Biodiversität zu schaffen. Das ist die vielleicht größte Herausforderung für uns. Okay, vielen Dank. Ich möchte dem Publikum die Chance geben, vielleicht doch auch die eine oder andere Frage zu stellen, bevor wir dann eine kurze Abschlussrunde machen. Ja, vielen Dank für das Wort, Manfred Jocke, Geschäftsführer von der Naturschutzvereinigung, aber auch Planungsbüro, Behörde, Politik, also ich kenne eigentlich die Naturschutz von verschiedenen Seiten. Ich möchte Herrn Dr. Schäfer danken, dass er in Natura 2000 das Wort geredet hat, weil ich denke, es ist ein sehr innovatives und sehr wertvolles Instrument. Was in der Diskussion auch vergessen wird, ob das jetzt richtig ausgewählt ist und richtig angewandt werden muss, dann hilft da manchmal ein Blick in die Präambel. Da steht nämlich drin, die natürlichen Lebensgrundlagen aller Arten und Lebensräume der Mitgliedstaaten in einem kohärenten Netz zu erhalten. Das heißt, die Auswahl, die dann getroffen wurde in den Anhängen, ist ein nur ein praktikables Instrument. Warum das nicht funktioniert, und da komme ich dann zu meiner Frage, ist ja letztendlich, weil es zwar politisch beschlossen wurde, dass Naturschutz ein Staatsziel ist und dass man Natur erhalten will, insofern ist es meines Erachtens auch demokratisch geregelt. Ob das jetzt im Einzelfall dann so oder so ausfallen muss, ist mehr eine Fachfrage, denn eine demokratische Frage. Sondern das Problem ist ja, dass bei dieser guten Natura 2000 Richtlinie die Politik das zwar unterzeichnet hat, aber nicht umsetzen will. Das heißt, in der Praxis kommt man immer vor dem Problem, dass der politische Wille, das umzusetzen, nicht vorhanden ist. Und da ist meines Erachtens auch ein Gap in der Forschung, nämlich die Verknüpfung
des fachlichen Naturschutzes, die Evaluation, des Monitorings und so weiter, ist alles wichtig, keine Frage, ist die entscheidende Grundlage, tatsächlich dann in die politische Entscheidung reinzubringen. Denn in der Praxis erlebt man ja, dass die Verwaltungsverordnungen ja alles tun, um diese Richtlinie nicht wirksam umsetzen zu lassen. Also, da hat es auch das zweifelhafte Vergnügen, diverse große Verwaltungsgerichtsprozesse jetzt bei der 94 oder bei der dritten Bahn mitzumachen, sondern de facto ist das Problem, dass sämtliche Verwaltungsvorschriften zum Thema Naturschutz eigentlich darauf abzielen, den Naturschutz zurückzubringen. Und da ist meines Erachtens ein gewisses Defizit auch in der Verbindung von Forschung zur Politik, um die Frage zu lösen, wie schafft man es, dass nicht nur die Bevölkerung, die durchaus sehr positiv den Naturschutz eingestellt ist, merke ich ja täglich in meiner eigenen Arbeit, der Arbeit auch gesagt, tatsächlich auch von der Politik übernommen wird und die sich mal hinstellen, ja, es ist richtig, die Natura 2000-Richtlinie zu haben und wir müssen sie jetzt auch umsetzen, es ist ein gesellschaftlicher Vorteil dabei. Das passiert ja nicht. Das ist meines Erachtens doch das große Defizit bei der effektiven Naturschutz. Ja, da kann ich also sicherlich zustimmen, nur eines, und das sage ich ungeschützt, auch wenn es aufgenommen wird und dann im Internet steht, der politische Wille wird meiner Meinung nach überschätzt. Ja, die Verwaltung und die Politik, viele Bereiche arbeiten derzeit gegen den Naturschutz, das ist so, das erleben wir tagtäglich. Aber trotzdem, der politische Wille ist ja an und für sich ein Ausdruck dessen, was die Bevölkerung will. Wir leben in einer Demokratie, das ist banal, die Leute wählen Politiker und sie wählen Politiker mit den, ja, mit den Werten, die sie selbst haben. Und die Aufgabe der Naturschutzverbände, das gilt für den BN, das gilt für den Landesbund für Vogelschutz, ich glaube, wir müssen schaffen, dass die Leute nicht nur ja, so ein bisschen aus dem Bauch raus sagen, naja, Natur habe ich schon ganz gern, sondern dass sie das wirklich einfordern, dass sie sagen, wir finden Natura 2000 gut und weil Natura 2000 gut ist, das sagen wir dann auch den Politikern, dann kann man davon ausgehen, dass die Politiker und auch die Behörden, die ja im Auftrag der Politiker dann arbeiten, dass die das tatsächlich auch umsetzen. Aber wir müssen es einfach schaffen, dass die Leute nicht nur ja, bei Meinungsumfragen, was ja immer der Fall ist, sagen, Umwelt ist ihnen wichtig, Natur ist ihnen wichtig, sondern dass sie das laut sagen, und zwar so laut, dass die Politiker das hören. Die Politiker richten sich danach. Wir leben ja Gott sei Dank, und ich kenne andere politische Systeme, aber wir leben ja in einem System, wo ein Politiker machen muss, was der Wähler und die Wählerin will, ansonsten wird er oder sie einfach nicht mehr gewählt. Ich habe auch in Ländern gearbeitet, da ist es völlig wurscht, was die Bevölkerung sagt. Da macht die Diktatur einfach, was sie will. Und das wollen wir alle nicht, das ist ganz klar. Wir müssen schaffen, dass die Bevölkerung lauter wird und lauter den Naturschutz und die Erhaltung der Natur fordert. Politiker hören das, richten sich danach und dann richtet sich auch die Verwaltung danach. Das ist für mich, da ist für mich ein Zusammenhang da. Immer gegen, was heißt immer, aber gegen Politiker anzugehen, das ist eigentlich der zweite Schritt. Politiker sind ja nur das ausführende Organ der Bevölkerung. Die Bevölkerung muss unsere Zielgruppe sein. Okay, vielen Dank. Dann war Johannes hat schon das Mikrofon. Ja. Super. You received flowers, that's very kind of Olga. I would also like to see kind of back offering of flowers of you. Wolfgang said we should have Nature Conservation 3.0. So what would be your individual contribution in terms of bunch of flowers of each of you? Let's say we start with Netta. She gives two, not stories, not long arguments, just two short facts, maybe just two sentences contributing to that bunch of flowers which will constitute Nature Conservation 3.0. So what is your bet on that? The elements of Nature Conservation 3.0 from your point of view. What's the core kind of message in, yeah, your core. in my contribution? Yeah. Oh yes, so I think those are the two things that I described. So I would say simply that having contact with nature is essential for human well-being and relationships.
and that is an argument that we can make in thinking about the role of nature in society and people. And second, that we can get the public to speak more loudly in favor of conservation and convince, hopefully work toward convincing politicians and making change. But we have to do that strategically and thoughtfully. And we can benefit from psychological theory in designing these strategies that might get people on board with conservation causes. Should I pass it down? Vielleicht noch eine Frage aus dem Publikum. Frau Warner, Kommunikationstrainerin und Umweltpädagogin. Ich hätte eine Anmerkung, eine Frage. Die Anmerkung ist, es war eine sehr schöne Veranstaltung. Ich finde es trotzdem sehr schade, dass für einen Naturschutz der Zukunft es nicht möglich war, eine Frau zu finden, die dazu was zu sagen gehabt hätte. Ich bin der Professorin Weinstein sehr dankbar, dass sie zumindest aus einer fachfremden Disziplin sich mit dem Naturschutz beschäftigt und dazu eine qualifizierte und wertvolle Aussage gemacht hat, mit der ich denke, dass wir wirklich im Naturschutzbereich was anfangen können. Das Zweite ist, ich hätte eine Frage an Sie, Herr Weißer, und zwar, wie interdisziplinär oder ökologisch würden Sie denn die Forschungsarbeiten an Ihrem Lehrstuhl einschätzen? Und welche planerischen oder Managementaussagen für den Naturschutz würden Sie denn sagen, kommen aus Ihrem eigenen Forschungsgebiet? Okay. Vielleicht am Anfang eine Anmerkung zur Anmerkung. Ich denke, was fachfremdes und was nicht fachfremdes ist immer eine Anschauungssache. Und ich denke, dass wir natürlich heute nur eine kleine Auswahl von möglichen Themen getroffen haben und bin in der Tat nicht sehr erfolgreich gewesen, was sozusagen den Anteil der Frauen angeht. Das nehme ich an, aber es ist nicht so, dass sozusagen nur der Sachverstand bei den Männern war. Ich denke, auch zu Ihrer Frage, da hatte ich am Anfang versucht, einige Beispiele zu geben. Das geht von dem sehr praktischen, mit der Steigerwald-Totholz-Strategie. Ja, das ganz konkrete ist erfolgreich, bis hin zu der Überlegung, wäre es sinnvoll, das anzuwenden, sozusagen im Kleinen, als aber auch sozusagen im Größeren, das mit den FFH-Arten, das Beispiel, sozusagen, wie können wir, wenn wir sagen, wir nehmen einzelne Arten als Ziel für den Naturschutz heraus, wie könnten wir vielleicht diese Arten in einer etwas sinnvolleren Weise auswählen und was sind die Defizite des aktuellen. Also vielleicht keine Weltrevolution, aber ein Beitrag dazu, dass man eben ganz, dass man total darüber nachdenkt, wie man den Naturschutz effizienter machen kann. Und das eine ist eben etwas, was ist direkt anwendbar. Man kann die Steigerwald das Management-Strategie anpassen. Wir können die Ursachen finden, warum zum Beispiel in einigen Gebieten das Totholz nicht so angereichert wird. Wir können vielleicht herausfinden, wie effizienter zum Beispiel die Diversität der Käfer erhöht. Das können wir konkret machen. Und das andere ist tatsächlich, Argumente in so einen politischen Prozess einzubringen, was vielleicht die nächste Version der FFH-Artenliste eine ist, die noch besser ist als die, die wir Moment schon haben. Das ist vielleicht das kurze Antwort. Ich war dieses Jahr in einem Workshop in Brasilien, der hieß Positive Conservation. Da ging es sozusagen um die Idee, dass die Wissenschaftler, zumindest die Wissenschaftler, den Schritt machen, weg von den Beklagen des Zustandes und der Dokumentation des Niedergangs der Natur, übergehen zu der Entwicklung von Konzepten für den Naturschutz, also eine positive Herangehensweise. Ich möchte aber enden heute, dass vielleicht jeder der Referenten ganz kurz sagt, was er denn Positives mitnimmt von der heutigen Veranstaltung.
Ich will mal einfach mit einer Anekdote schließen. Positiv, negativ. Herr Schäffer hat vorhin ein sehr schönes Bild gezeigt vom Nationalpark Bayerischer Wald. Ein Stück Urwald- und Wildnisgebiet. Und als der Nationalpark gegründet wurde, habe ich ja ein vielleicht entscheidendes Gutachten darüber geschrieben. Und dann habe ich, gerade weil ich vorhin sagte, um festzustellen, wie denken denn die Menschen, dann gab es also, nachdem der Nationalpark gerade gegründet war, gab es also schon viele Besucher und es gab Führungen für Besucher. Und ich habe dann einfach aus Interesse eine Gruppe von Menschen, das waren meistens also Großstadtmenschen natürlich, die habe ich also durch diesen Nationalpark ein Stück geführt, bis auf einen der Gipfel dort. Und wir sind auch zu diesem Urwaldgebiet hingekommen. Und ich habe dort erläutert, dass also das Ziel, oder besser gesagt der Anlass für die Gründung des Nationalparkes hier in diesem Gebiet, dass das also solche Situationen sind, nicht, wo die Natur noch sich selbst überlassen ist. Und das habe ich dann erklärt, da meldete sich ein älterer, gebildet wirkender Herr und sagte, gut und schön, hier wird ja jetzt wohl endlich aufgeräumt werden, denn dies ist ja jetzt ein Park. Positiv oder negativ? Ich fand jetzt sozusagen diese letzte Bemerkung positiv, des positiven Naturschutzes. Ich habe auch eine Anekdote, ich war für den BGLA bei einer Sitzung, da war Bundesingenieurkammer und Bauministerium und ich war dann plötzlich der Freiraumplaner und mir wurde die Naturschutzbrille übergestülpt, wobei ich da ja gar nicht mich angesprochen unbedingt fühlte damals und eigentlich dann auch die Stadtentwicklungs einer der Staatssekretäre hat dann gesagt, was wir uns wünschen von euch, dass ihr endlich mal aufhört, immer dagegen zu sein. Und weil Sie das gerade gesagt haben, ich glaube überhaupt nicht an demokratische Legitimation über Kämmerchenbeschlüsse, sondern wenn man jetzt einen Stadtentwicklungsplan aufstellt, dann wird in einem argumentativen Planungsverfahren für großräumige Sachen versucht, so viele Akteure mitzunehmen, wie geht. Und dazu gehören Leute, die Infrastrukturen bauen, Wohnungsbaugesellschaften, Architektenkammer und so weiter, also sozusagen die Feinde der Naturschutzplanung. Ich glaube, das ist das, was positiv für Naturschutz versuchen muss, weil ich glaube, dass auch jetzt das Beispiel mit den Eisbären fand ich gut. Ich glaube, dass man aus diesem Herrn, dass man so argumentieren kann, dass auch er, ich glaube, man kann ihn aktivieren, weil ich glaube, wir wollen alle den Eisbären. Auch wenn er zu nichts gut ist. Für mich war heute der wichtigste Beitrag des Tages ganz klar der von Netta Weinstein, so diese Erkenntnis, wie wichtig und wie wertvoll Natur für uns ist und dass es uns alle zu besseren Menschen macht, sage ich als Laie jetzt mal ganz wichtig. Und in dem Sinne sage ich gar nicht mehr, um nicht mehr Zeit zu verschwenden, wir sollten eigentlich alle draußen im Biergarten sitzen und Natur genießen. Okay, for me, it's clear, it was already clear before, but maybe it's clear now that if we want to reduce the gap between science and application, we really need that conservation be more based on evidence. And I understand that scientists will provide this evidence because this evidence really needs maybe a more long-term research, more rigorous approach, and that managers will not be able to do. But I contradicting some statements before, I think there are clear questions that could be interesting from the point of view of the academic, of the researchers, and that will deserve very good publication in high-impact journals. And that, at the same time, will be very important for conservation. And I see very, very, I can see this considering the forest code. So, for example, how large should be
the riparian forest to protect biodiversity or different process and ecosystem service. I think this relation between the how large is the forest and how effective the forest is a question important from the point of view of the research academy and also from the point of view of application. And I have several other examples like that. So, and I think that also conservation is an adaptive process in the way that with the best knowledge that we have now, we have an answer, but we should not stop there. So, for example, if we want to improve the Natura 2000, I'm not saying that it's not good, but if we want to improve it, what's the best management that we can do? So, we need to work specifically in some of these nodes, or we need to include new nodes, or we need to work in between the nodes. So what's better, what's more effective, cost-efficient work in the network or in between the network? So we have a lot of questions that we don't have the answer now, that would be that we will need to have some research to give the evidence for a good action. And so I think that research and conservation really will should go together in this way. So for me, this is the main message. Thank you. So for me, one message that I took away, again, coming in as a psychologist, is that actually when we look at what practitioners are doing and what applied researchers are doing, they're doing their job. That is, we have the means, we're identifying the means to conserve in the way that we need to. We know what we need to do quite often to conserve. We know where energy needs to go. And so it seems like the important step is having more public support and more public awareness of those kinds of needs and of the methods that we have, the fact that we already have identified methods for dealing with the problems at hand. I think often the public is aware that there are problems. They hear something terrible is going to happen, but they don't hear, okay, this is exactly the way that we are addressing it and we're going to continue to address it. Usually we save those kind of messages for our own scientific communities, our practitioner communities, or people who already support conservation causes, for example, people who are already active members of organizations. So it seems like the good news is we have a lot of good strategies that have identified, and if we can get the general public support, there's a lot that can be done. And that's, for me, a big takeaway. Okay, dann möchte ich allen Referenten danken für Ihre Beiträge und Ihnen fürs Zuhören.